Heute geht es um Singles. Vielleicht nicht diese Art von Singles, nämlich um Single Line Art. Und das ist ganz einfach gesagt, das zeichnet mit nur einer Linie. Du kannst mit dieser Technik effektiv alles umsetzen und sie macht unglaublich viel Spaß. Und das Zeichnen mit nur einer Linie ist, wie gesagt, sehr meditativ und wirklich fast tiefenentspannend und hilft dir auch, wirklich deinen Stil zu finden und deine Kreativität zu verbessern. Du merkst es dann selber bei der Umsetzung, es ist effektiv etwas ganz anderes als normal zu zeichnen. Viel brauchst du dazu nicht. Grundsätzlich reichen diese zwei Sachen, Papier und Stift. Ich habe für dich 5 Übungen vorbereitet, beziehungsweise Motivvorlagen vorbereitet. Ich zeige dir jeweils aus jedem Motivbereich 2 bis 3 Übungen. Das Tolle ist ja bei der Single-Line-Art, du kannst wie nicht falsch zeichnen. Die Technik ist ja schon an sich so sehr abstrakt und es sieht nicht unbedingt falsch aus und vielleicht frei interpretiert. Also, gehen wir aufs Papier und legen mal los. Also, das Bild suche ich mir auf dem Handy aus. Zuerst wählen wir mal die Materialien. Such dir etwas aus, das dir einfach von der Hand geht, mit dem du gut umgehen kannst. Ja, und probier die Stifte ruhig großzügig aus auf einem größeren Papier. Das hier ist jetzt ein A3-Format. Ja, und wenn du jetzt dein Material gefunden hast, dann am besten machst du ein paar Aufwärmübungen und zwar in alle Richtungen. Also klassisch dann natürlich dann von links nach rechts, dann umgekehrt, von rechts nach links, oben nach unten und umgekehrt. Auch ein bisschen eine Idee bekommst von den Dimensionen auf dem Papier. Wie weit runter möchtest du gehen? Wie groß möchtest du überhaupt zeichnen? Ich fange mal an mit A4-Blättern. Wenn du dann eine schöne Karte machen möchtest, kannst du dann natürlich A5 oder sogar noch kleiner gehen, A6. Und hier ziemlich rasch, ziemlich flott kleine, schöne Zeichnungen umsetzen. Also wir haben den Stiel, wir haben die Blätter, wir haben hier den Kopf. Denk mal, ich fange unten an, dann können wir langsam dann zu den Blättern uns bewegen und am Schluss dann wirklich den Kopf fertigstellen. Und die Blätter, da sind wir ziemlich frei. Okay, fangen wir unten an. Und gehen dann direkt zum einen Blatt. Da könnt ihr ein bisschen die Bewegung mitnehmen. Dann gehen wir weiter mit dem Stiel. Dann gehen wir zurück zum zweiten Blatt, vielleicht so etwas. Da kann man auch die Mitte mitnehmen. Und dann wieder zurück. Und dann die Tulpe, das eine Blatt, da kann man die ganze Tulpe mal einzeichnen, das zweite und dann wieder zurück und in den Stiel rein, zum Beispiel so. Das ist jetzt mal der Anfang. Was noch möglich ist, um sich aufzuwärmen, ist einen Bleistift zu nehmen. Und da kannst du mal die Tulpe hier einzeichnen. Wenn ihr eine Vorzeichnung macht, macht sie nicht zu detailliert. So wirklich sehr, sehr grob, damit ihr da nicht sklavisch dann die Zeichnung nachzeichnet, sondern immer noch frei und individuell euch entfalten könnt in der Zeichnung mit der Linie. Gut, jetzt haben wir das hier gezeichnet. Jetzt kann ich mich entscheiden, ja, wie gehe ich jetzt vor? Mache ich jetzt zum Beispiel dieses linke Blatt zuerst, dann gehe ich zurück, mache dann die Blätter oben, dann gehe ich nochmals zurück und mache dann das rechte Blatt fertig. So. Und hier könnt ihr schon mal viel flotter arbeiten, weil ihr habt ja die schöne Vorlage bereits. Und da könnt ihr auch ziemlich frei sein. Vielleicht so eine Form reinbauen. Und zurück zum Blatt. Und so. Sieht schon ein bisschen anders aus, vielleicht schon besser. Wenn ihr dann radiert, nehmt doch bitte einen Knetgummi, knetet den richtig durch, damit er warm wird. So nimmt er auch den Bleistift besser auf. Da könnt ihr wirklich sachte, wenn das wirklich trocken ist, dann sachte die Bleistiftzeichnung dann wegradieren. Wie gesagt, ganz wichtig bei der One-Line-Zeichnung ist, dass ihr da Wiederholungen macht. Das ist ganz wichtig, macht Wiederholungen. Zeichnet das Motiv noch einmal und noch einmal, damit ihr da wirklich in diesen Duktus reinkommt, in diesen Flow, in diese Systematik dieser Vorlage und so Besonderheiten ein bisschen herausholen könnt und euch selber entfalten könnt. Und dann seht ihr, was ist möglich. Kann ich mehr zeichnen? Soll ich da mehr Striche reinbringen oder eher weniger Striche? Und das kommt aber nur mit der Übung und mit der Wiederholung.
Also, machen wir das noch einmal. Ich nehme jetzt nicht mehr die Fotografie als Vorlage, sondern ich orientiere mich effektiv an der gezeichneten Vorlage. Da kann man sich dann noch fantasievoller entfalten. Jetzt habe ich mich da wirklich sehr frei entfaltet, hat nicht mehr so viel mit der Vorlage zu tun. Einfach zum Zeigen und zum Schauen, wie weit kann man abstrahieren, wie weit kann man spielen. Also probiert es ruhig aus, ich mache nochmal eine Vorlage. Dieses Mal ein bisschen echter und genauer. Und hier höre ich auf. Ja, so kann man sich dann Stück für Stück weiterbilden und weiter experimentieren. Ja, und falls euch diese Art von Größe vielleicht ein bisschen zu viel ist, könnt ihr immer noch einen kleineren Stift nehmen und effektiv wie so kleine Doodles machen, die Vorlagen kleiner ausprobieren, einfach damit ihr ein bisschen so die Abstraktion kennenlernt, wo was möglich ist. Fahre weiter mit der Tulpe. Ich werde sie noch weiter abstrahieren und zwar hier auf, ja, ich sag mal auf 4 verschiedenen kleinen Skizzen, Vorabskizzen. Und ich mache das wirklich ganz, ganz einfach mit dem Blatt links. Und das andere Blatt deute ich nur ein bisschen an. So. Kann man machen. Jetzt werde ich das linke Blatt ein bisschen weniger zeichnen oder noch weiter reduzieren. Und hier oben bin ich relativ zufrieden, da könnte ein bisschen mehr sein und den Stiel will ich auch länger machen. Ich fange auf der gleichen Linie an und spiele ein bisschen mit dem Blatt. Mache es kürzer. Das hat hier mir noch gefallen. Ich mache es ein bisschen anders. Und mache den Stiel hier länger. Wie gesagt, es kann sein, dass ihr wirklich am Anfang kleiner zeichnet, wenn das einfacher ist. Größe ist immer so, ist immer ein bisschen schwieriger, als wenn man klein zeichnet. So hat man wirklich effektiv die bessere Übersicht und die Kopf-Hand-Koordination ist auch eine bessere, weil du musst nicht dann über das ganze Blatt hier irgendwie zeichnen, was sehr ungewohnt ist, sondern du kannst relativ normal mit der Schreibhand hier zeichnen, also mit der Schreibbewegung fast. Okay, ich mache sie noch einmal. Und so kann man sich weiterentwickeln. Wichtig ist, dass ihr einen Ansatzpunkt wählt und dann könnt ihr immer noch die Formen dann variieren. Also ich sage, die linke Seite mache ich so und dann mache ich oben ein bisschen etwas anderes. Und nicht alles auf einmal anders machen, sondern Stück für Stück sich da herantasten und ausprobieren, was geht und was funktioniert weniger. Vielleicht sagt ihr, ja, das gefällt mir, dieser Abschnitt gefällt mir hier, dafür ist das hier besser. Und so kann man dann beim nächsten Mal vergleichen und sagen, ja, vielleicht... Ja, kann ich das Ganze in einem Schwung dann wieder mitnehmen, diese zwei Bereiche oder wie das für euch passt. Jetzt mache ich mal aus dem Kopf eine ganz einfache Blume, einen Stiel, ein Blatt und vielleicht ein paar Blätter oben und das war's. Und ja, ich habe jetzt die Tulpe gezeichnet, vielleicht gelingt mir da etwas aus dem Gedächtnis, aus der Fantasie. Sehr schön sind natürlich auch sich wiederholende Muster. Machen wir das nochmal. Wie gesagt, ich fange unten an mit dem Stiel und gehe dann direkt in das Blatt rein.
Keine Ahnung, was für eine Blume das ist, aber gar nicht so schlecht. Wenn man das jetzt zum Beispiel mit Handlettering vielleicht ergänzt und dann mit Farbe zum Beispiel. Danke dir oder was auch immer. Wenn man dann eine Karte draus macht, kann das wirklich etwas Schönes werden. Und das vielleicht auf ein spezielles Papier draufklebt, Farbe noch ein bisschen ergänzt, ist das eine wunderbare Dankeskarte. Gut, die Tulpe hatten wir. Jetzt machen wir mal die klassische Rose. Und ich sehe da, bei Google habt ihr natürlich dann die ganze Auswahl an Bildern, also auch bereits umgesetzte Bilder, Zeichnungen, Grafiken. Nehmt vielleicht diese nicht. Nehmt am besten eine Fotografie der Rose, damit ihr da nicht vollbelastet seid und effektiv eure eigene Sicht mit einbringen könnt und dann nicht von der Ablage, von der Vorlage abzeichnet. Also die Rose ist schon hier ein bisschen komplexer. Zuerst gehe ich mal mit dem Bleistift vor, damit ich ein bisschen so ein Gefühl bekomme für die Rose. Wo will ich sie überhaupt im Blatt platzieren? Ihr müsst ja nicht akribisch das abzeichnen, sondern es soll nur ein Vorschlag sein, das Bild. Es sind sehr viele komplexe Formen miteinander verbunden, ineinander verschlungen. Und die muss ich ja irgendwie abstrahieren, grafisch dann noch vereinfachen. Ist auch eine Challenge, ist nicht einfach. Ich glaube, ich fange jetzt zuerst mal mit dem Stiel an, gehe dann zu den Blättern und dann weiter zur Rose und dann hin zum kleinen Außenblatt rechts. Ja, und hier muss ich mir mal schon überlegen, wie ich überhaupt diese Blätter dann hinbekomme, dass es auch glaubwürdig erscheint, dass es eine Rose ist. Und hier arbeite ich so eine Art Labyrinth rein und gehe dann immer wie mehr zur Mitte. Jetzt haben wir diesen Strich, der da runter geht. Nicht unbedingt schön, hätte nicht sein müssen. Ich lege das Bild jetzt wieder weg, das habe ich ja gesehen. Und ich habe jetzt meine erste Vorlage und von dieser werde ich jetzt abzeichnen wieder. Jetzt nur mal zum Test vom Kopf. Ich werde ihn nur so, ungefähr ist der da rund, dann geht er zu. Dann haben wir hier die einzelnen Blätter. Ich suche jetzt nur, ich mache jetzt keine schöne Zeichnung. Dann haben wir hier die Blätter und dann gehen sie da zu. Dann langsam kommt dann das Innere. So, jetzt muss ich ja wieder zurück. Vielleicht so irgendwie. Da dürfte ja hier noch ein bisschen so Spiel haben. Vielleicht hier noch ein bisschen. Da wäre es auch typisch rosiger. Man sieht es schon. Vielleicht, wenn ich das einfacher mache, wirklich noch reduzierter, dann wende ich wieder diese Muster an, dass ich diese Wiederholung habe. Und zwar in den Blättern selber. Jetzt vielleicht hier mache ich dann drei draus. Also wenn ich da jetzt reinkomme, so. Und jetzt können wir dann diese Blätter außen und innen, so vielleicht, dann können wir die außen von, dann gehen wir wieder zurück. Kann sein, ich bin eben noch nicht zufrieden, probieren wir das ein drittes Mal aus. Jetzt habe ich viel mehr reduziert und es sieht schon wesentlich besser aus als diese Version. Hier hätte ich noch vielleicht ein bisschen so ausholen können. Und, aber so bewege ich mich dann langsam in die richtige Form, in die gewünschte Form. Jetzt mache ich noch eine vierte Version auf diesem Blatt und ich denke, das wäre dann die Finale. Und dann mache ich hier nochmals die ganze Rose fertig. Beginne wieder am gleichen und zwar fange ich jetzt dann mit dem linken Blatt an, ein bisschen voluminöser. Also probiert da ruhig aus. Und dann die Blätter. Geht zurück. Nochmals ein Blatt, das mittlere. Geht zurück. Und dann das rechte Blatt. Auch die voluminöse Form. Dann gehe ich nach oben. Mache den Umriss da. Dann gehe ich nach innen. Nochmals Umriss. Und dann gehe ich schon in die Mitte. Zum Kern. Und das war's. Dann gehe ich zurück. Und dann fängt hier dann das Blatt an. So, und ich denke mal, das ist schon mal besser als das. Schon rosiger, vor allem diese Formen machen es aus. Gut, jetzt habe ich diese Form hier, jetzt weiß ich, wie ich das machen muss.
Und wie gesagt, wichtig, die Wiederholung. Wiederholt es, wiederholt es, wiederholt es. Okay, jetzt mache ich die finale Rose hier. Da kann ich noch ein bisschen ausspinnen, ein bisschen ausschmücken und wieder in die Mitte zurück. So, ich denke mal, das ist nicht schlecht. Und ihr seht da den Unterschied. Das ist die erste Rose, das ist die zweite Rose und die ist schon viel rosiger. Wir mussten natürlich den Umweg machen über unsere Wiederholungen. Das ist wirklich wichtig. Also probiert euch da aus. Dann seht ihr effektiv, wo ist das typische Merkmal der Rose und wo macht es euch am meisten Spaß, auszubrechen oder etwas Eigenständiges reinzubringen. Das gelingt nur durch die Wiederholung. Jetzt werde ich noch ein paar Blätter und vielleicht noch Blumen zeichnen, einfach zum zeigen, was noch alles möglich ist und damit ihr ein bisschen so Inspiration bekommt und vielleicht auch selber nachzeichnen könnt. Okay, der zweite Bereich ist Home Sweet Home, also alles, was zu Hause rumsteht, gemütlich ist, gemütlich aussieht. Oder wie hier jetzt meine Uhr mit der kleinen Pflanze.
Wie gesagt, es gibt kein falsch oder richtig. Wichtig ist, dass man das eher so erkennt, als was es sein sollte. Und ihr könnt da wirklich euch von der Hand führen lassen und das so machen, wie es für euch am besten stimmig ist. Also auch wenn die Vorlage vielleicht ein bisschen größer ist, der Standfuß hier ein bisschen kleiner ist, könnt ihr machen, ja, nein, das, für mich muss das größer sein. Ich muss da einen längeren Strich ziehen können. Und die Pflanze, da muss ich mehr Schwung herausnehmen oder mehr Schwung reingeben. Macht das. Die Vorlage ist wirklich nur eine kleine Idee. Was wichtig ist, ist effektiv das, was ihr dann auf dem Papier habt. Machen wir mal ein Glas mit einer Pflanze drin. Wobei die Vase sieht mir eher nach einer Kaffeemaschine aus. Ich mache das nochmals, ist mir zu wenig voluminös. Ich wollte sie rundlicher machen. Okay, die Vase ist ein bisschen zu dick, zu breit. Ich mache das noch einmal. Wie gesagt, Wiederholung ist wichtig. Ist wahrscheinlich jetzt nicht so mein Ding, aber ich müsste mich dann noch weiter mit dem vertiefen. Ich tue das mal auf den Kopf, da habe ich mehr Platz. Ich mache sie ein bisschen länger. Nicht optimal, das ist noch nicht so gut. Wie gesagt, es geht wirklich um die Wiederholung. Das Motiv muss nicht beim ersten Mal gelingen. Das gelingt vielleicht erst beim 10. Mal, vielleicht beim 15. Mal. Wichtig ist der Prozess an sich, dass ihr euch da eintauchen könnt und euch dem wirklich hingeben könnt. Das ist ja das Schöne daran. Jetzt machen wir eine Kaffeetasse, genau. Da können wir auch da vielleicht mit der Tasse anfangen. Gar nicht mal so schlecht. Es sind ja sehr tanzende Formen, sind runde Formen, die man relativ einfach beibehalten kann. Und kann man natürlich auch die Tasse ein bisschen abändern, ein bisschen länger machen, schmäler machen. Aber ich mache das jetzt noch einmal. Jetzt fange ich ein bisschen anders an. So. Mache sie ein bisschen Latte Macchiato. Und so. Da hätte ich ein bisschen Boden geben können vielleicht. Also wenn ich jetzt die Tasse, also die Untertasse nochmals neu zeichne, dann würde ich das vielleicht beim nächsten Mal so machen. Den Boden und dann hier noch ein bisschen so wie so Schattengebung und dann rein in die Tasse rein. So, jetzt das nächste wäre vielleicht Home Sweet Home eine Weinflasche. Eine Weinflasche mit einem Weinglas. Das Typische an der Weinflasche ist ja der lange Hals. Ich nehme ein Rotweinglas, ein bisschen größeres, voluminöses. Da kann man ein bisschen spielen. Ich fange mal jetzt beim Boden an mit der Flasche. Der Flaschenhals hier natürlich. Vielleicht hier eine coole Etikette. Und dann rein in... Ups, das war nichts. Ja, das ist nicht so unbedingt ein schönes Weinglas, aber ja. Auch die Verbindung ist nicht so glücklich, das ist so ein bisschen gesucht. Vielleicht hätte ich von der Etikette in den Wein selber gehen können und von dort aus das Weinglas dann zeichnen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Dann hätte ich hier einen schönen Abschluss und dann würden die beiden wie für sich stehen. Hätten so eine schöne Hand-in-Hand-Verbindung. Machen wir das.
Das ist okay, der Hals. Gut, das ist eine coole Etikette. Und rein in den Wein. So. Ja, das ist okay. Und das gebe ich vielleicht auch eine schöne Karte. So, das sieht doch schon ziemlich cool aus. Da kannst du das mit Farben bearbeiten und ja, auf ein Blatt Papier kleben. So, mal angenommen, du machst eine Karte. Da habe ich dann, so, da kann man das hier kleben und das falten. Da hast du hier eine coole Titelseite. Irgendwas reinschreiben oder gar nichts reinschreiben. Also Möglichkeiten gibt es viele und da haben die Leute wirklich eine Freude dran. Nun, der dritte Bereich, Früchte und Food. Das erste wären vielleicht Äpfel. Ich habe jetzt keine Äpfel zu Hause leider. Darum nehme ich jetzt hier ein Bild, also eine Fotografie. Ja, jetzt können wir uns wieder entscheiden, mit was wir anfangen möchten. Ich fange mit dem angeschnittenen großen Apfel an, gehe dann rüber zu dem kleinen Teilstück und am Schluss dann den großen Teller. Und die Kerne hier. So. Das kann sich ruhig da, kann da ruhig ineinander fließen. Vielleicht habt ihr es auch schon bemerkt, je nach Motiv zeichnet ihr kleiner oder größer. Das kann natürlich sein, dass die Hand braucht dann diesen Platz oder ihr braucht dann intuitiv diesen Platz oder nehmt euch diesen Platz. Ihr müsst euch da nicht beschränken, wenn ihr merkt, ja, irgendetwas funktioniert da nicht oder ich komme da nicht in den Flow rein, irgendetwas blockiert. Nehmt ein größeres Blatt Papier und haut es dort drauf rein, weil das macht effektiv etwas aus. Ihr habt dann mehr Platz. Ihr dürft und sollt euch diesen Raum auch nehmen, das ist ganz wichtig. Und seid so frei wie möglich. Nehmt euch diesen Platz ein und zeichnet ja, so groß wie nötig, wie es am besten passt. Ich mache das jetzt noch einmal. Der Apfel ist mir vielleicht dann noch nicht so gelungen. Die Form ist mir zu wenig typisch. Aber typisch sind dann effektiv dann diese Kurven des Apfels, dann die obere Form. So, der Apfel ist schon besser. Die Dynamik hier oben gefällt mir noch besser als diese hier, weil das Blatt hörte auf. Ich musste mich da irgendwie einschränken und da merkt ihr es, dass das harzt dann. Das ist dann nicht mehr so schön. Wäre schön geworden, wenn ich da effektiv diese Fläche gehabt hätte. Der Apfel ist ein bisschen besser, aber ich habe da noch zu sehr abgeschaut. Die Zeichnungen werden dann besser, wenn ihr dann wirklich intuitiv zeichnet, wenn ihr das Bild, das Motiv im Kopf habt und es einfach aufs Blatt bringen könnt. Und die Charakteristika dann wirklich euch da gespeichert habt und einfach abrufen könnt. Und dann passt die Form dann schon automatisch. Also da muss man wirklich üben, 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 wiederholen. Wie gesagt, die Wiederholung macht's. Ich mache das jetzt noch einmal, Mitte aus. Und jetzt schaue ich weniger aufs Bild. Jetzt weiß ich ungefähr, was ich da gezeichnet habe. Und da kann ich automatisch ein bisschen abstrahieren. Sieht aus wie eine Paprika, nicht? Ihr seht, es braucht ganz wenig, dass von einem Apfel zu einer Paprika wechselt. Also das sind nur kleine Details, kleine Winkel, kleine Bewegung und schon haben wir etwas komplett anderes auf dem Tisch. Das macht auch das Spannende an diesem Single-Line-Art-Konzept aus, dass man wirklich effektiv mit ganz wenig ganz viel bewegen kann und ganz viel ausdrücken kann. Okay, versuchen wir eine andere Frucht. Nutzt die Blätter zum Üben, nutzt das aus. Vielleicht habt ihr ein Skizzenbuch, wo ihr da alles reinzeichnet. Sieht auch noch cool aus, wenn alles drunter und drüber gezeichnet ist und querbeet und farbig. Das macht ein Skizzenbuch immer so spannend anzuschauen. Okay, machen wir mal eine Banane. Genau, Banane kennt jeder. Der Stiel.
und das Zeichen. Ist auch schön. Und da können wir zum Beispiel das Ganze ergänzen mit einem nicht aufgeschnittenen Apfel. Jetzt habe ich da zwei Zeichnungen reingemacht. Idee wäre, dass man das aus einer Bewegung hinaus macht. Aber so zum Reinkommen ist das gar nicht mal so schlecht. Aber jetzt mache ich die Banane vielleicht offen. Das Ganze passt hier nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Form hier runter gemacht hätte, so, und das vielleicht nicht so dick und vielleicht hier eingeschlossen, dann wäre es wirklich die Banane geworden. Aber ich habe hier diese Fläche unterbrochen, hätte nicht sein müssen und hier der Spitz war zu spitz. Ja, schon besser. Das hier ist vielleicht nicht so schön, aber ja, Stück für Stück wird das besser und die Sachen gelingen dann auch dementsprechend. Ist im Moment auch ziemlich viel, also ich mache jetzt hier wirklich viele Motive und das kann, das müsst ihr natürlich nicht. Also entscheidet euch für zwei, drei Motive oder für einen Bereich und probiert diesen aus oder ein Motiv und übt dieses Mal einen Abend lang. Ihr werdet sehen, wie tief man in so simple Formen in der Breite eintauchen kann, was man alles an Variationen da kreieren kann. Das ist unglaublich. Mit wie wenig welche Änderungen möglich sind. Ihr habt es ja gesehen. Apfel und Paprika. Also Früchte und Food. Ja, Brot ist, ich liebe Brot. Also. Okay, was kann man noch? Vielleicht Erdbeeren. Punkte kann man natürlich nicht mit einer Linie zeichnen. Da machen wir einfach die Punkte. Ich mache jetzt mal einen kleinen Schiss. Ich zeichne dann ein Blatt rein, das ein bisschen so Struktur bekommt, Gras und so, ein bisschen Boden, genau. Könnte man hier wunderbar mit, sag mal, Rot und so. Also ihr müsst das auch nicht ausmalen, sondern wirklich bleibt in der freien Form mit den Farben. Es genügt nur so Akzente zu setzen und schon genügt das. Da kann vielleicht noch etwas dazu schreiben. Alles Gute. Eine kleine Karte draus machen. Und zack, haben wir was Schönes geschaffen. Das vierte sind Festtage und besondere Anlässe. Ja, und hier haben wir natürlich Weihnachten, Neujahr, Ostern, Muttertag, Vatertag, Geburtstage und so weiter. Vielleicht Weihnachten, Neujahrskarte mit Tannenbäumen, Osterhasen ist klar, der Bunny, Herzen, Schmetterlinge, was euch so einfällt. Tiere gehen auch sehr gut, sind ein bisschen schwieriger, aber ja. Ein besonderer Anlass oder ein Festtag, zum Beispiel Valentinstag. Herz, ganz klar. Ballon mit Herz, Herzballon vielleicht. Also das Herz kennen wir ja, das ist ja ganz einfaches Motiv. Und das können wir dann ein bisschen ausbauen, also wenn wir ein kleines Herz haben. Das ist noch schön, aus einer einfachen Form dann komplexere Formen zu entwickeln. Können wir gerade üben. Also. Zum Beispiel so. Das kann auch Osternherz sein.
Ich habe jetzt überall diese Schlaufe gemacht, weil sie gefällt mir. Wir können natürlich das Herz ganz klassisch zeichnen. Zum Beispiel so. Ja, da haben wir schon eine Karte für den Valentinstag. Das gleiche vielleicht mit einem Tannenbaum für den Neujahr oder für Weihnachten. Ist auch eine tolle Form. Der Weihnachtsbaum kennen wir vielleicht ganz klassisch. Wenn wir zeichnen, dann oft so, so. Das ist der Tannenbaum, da ein bisschen Schnee und gut ist. Und das können wir weiterverfolgen. Also wir haben hier vielleicht den Schnee. Dann ist der Baum hier. So, und das kann man dann weiterspielen. Ja, wie komme ich jetzt da zu den Blättern? Kommen wir. Also machen wir das. Jetzt können wir sagen, ja, ich mache das so hier. Aber es ist ein bisschen komplex, vielleicht nicht unbedingt schön. Versuchen wir was anderes. Ich gehe mal von unten und ziehe jetzt, ja, ich ziehe mal den ganzen Stamm durch, oben. So. So, da kann ich den kleinen noch machen. So, dann habe ich zwei schöne Bäume. Wunderbar. Und ich mache das zum Beispiel so. Wenn mir nicht gefällt, wenn ich etwas in der Mitte habe. Zum Beispiel so. Oder ich gehe dann Stück für Stück nach oben. Also da seht ihr schon mal drei verschiedene Arten von Tannenbäumen mit einem Strich umgesetzt. Das ist der Ausgangspunkt. Und auch da, wenn die, kann man dann zum Beispiel sagen, ja, ich schmück den jetzt aus. Ich meine, die rote Farbe ist so stark. Ich schmück den jetzt mal aus. So. Und auch da habt ihr eine wunderbare Karte oder ein Kärtli für ein Geschenk, auf der Rückseite beschriftet und ja, tipptopp ist. Und wenn ihr da mehrere Geschenke habt, ist dann jedes Geschenkkärtchen ein, ja, ein individuelles Kunstwerk. Was gibt es sonst noch an Feiertagen? Ostern vielleicht? Der Bunny ist lustig. Machen wir mal den Bunny. Ganz klassisch der Osterhase. Wir haben, also was wir kennen, ist der Kopf, die Kulleraugen, dann die Nase und die dicken Ohren, die langen Ohren hier. So, genau. Hier kann man auch sagen, ja, das Gesicht ist so 0815. Vielleicht mache ich das Gesicht ein bisschen knuffiger. Ich kann die Augen natürlich dann alles ein bisschen kindlicher gestalten. Ein bisschen weiter unten. So. Dann haben wir hier die großen Ohren. So. Das sieht schon anders aus. Diese zwei Hasen, das ist so ein bisschen realistisch, ein bisschen so langweilig. Und das ist schon individuell und verspielter. Da kann man auch sagen, ja, ich mache jetzt den Kopf vielleicht so breit. Und die Ohren da schön breit. Große Augen, Näschen. So. Und so weiter kann man dann spielen. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen umsetzen würde, kann man sagen, ja, wo fange ich jetzt an? Ich fange jetzt mal beim Auge an. Und ich sehe, das wird gar nichts. Sieht ziemlich psychedelisch aus und ja, es ist schwierig so mit den Augen, dass die, das sieht schnell mal, wenn man die verbindet, schnell nach Brille aus. Darum, ich lasse das jetzt mal so. Ich mache jetzt nur wirklich den Kopf. Vielleicht eine Frisur. Und gut ist, dann mache ich hier
zwei Augen rein und fertig. Und das genügt. Also wirklich hier auch reduzieren. Traut euch wirklich viele Sachen wegzulassen und einfach mal ausprobieren. Kleines Näschen einbauen, ja, geht schon. Hier kann man sich überlegen, bei den Ohren kann ich vielleicht ein bisschen so einen Fluff hier einzeichnen. Und auch hier, dass es nicht so ganz so glatt ist. Und auch hier kann man da und so weiter, kann man wirklich dann mit kleinen Details kann man viel Charakter rausholen. Vor allem bei Figuren und Gesichtern, bei Köpfen, bei Tieren, da ist dann vieles möglich. Der Vater hat Geburtstag, mal als Beispiel. Machen wir doch eine Fliege. Ein kleines Kärtchen, schöne Fliege, das irgendwie noch originell ausmalen und ja, das war's. Und natürlich Weihnachten schon wieder. Da gibt es natürlich dann x-tausend Varianten, die ihr machen könnt. Aber wenn ihr eine Karte mit verschiedenen zeichnet, da könnt ihr euch da wirklich dann austoben. Und die dann farbig ausmalen und dann habt ihr wirklich auch hier ganz tolle Karten, ganz tolle Vorlagen. Die Möglichkeiten sind da wirklich sehr, sehr vielfältig. Ah, jetzt kurz zwischendurch, wenn dir das Video gefällt, die Inhalte gefallen, lass gerne ein Däumchen nach oben da. Oder wenn du eine Frage hast oder eine Verbesserung, hau rein in die Kommentare. Wenn du noch kein Abo hast, dann lass gerne eins da. Das hilft mir und dem Kanal ein bisschen zu wachsen. Und dann sehen es natürlich mehr Leute, die es vielleicht auch interessieren würde. Also, vielen Dank dafür. Last but not least, Gesicht und Figuren, also menschliche Figuren. Ich glaube, das ist das, was die meisten von euch interessiert. Und wie gesagt, hier müssen wir uns nicht auf richtige Proportionen beschränken oder diese Unisono da beachten, sondern können effektiv relativ frei Gesichter und Menschen und Formen interpretieren. Legen wir los. Ich mache jetzt mal hier eine kleine Vorzeichnung, also mal einen Kopf. Ganz banal Gesicht, zwei Augen, jetzt da ein männlicher Kopf. Hier haben wir den Mund, Ohren, Kurzhaarfrisur, so, Seitenscheitel, that's it. Die Augen vielleicht noch, Backen. Und das war's. Weibliches Gesicht, vielleicht ein bisschen, also Kopf, und dann haben wir hier den Hals. Ja. Weibliches Gesicht wäre dann vielleicht etwas rundlicher, etwas weicher. Also vielleicht so, so eine ovale Form. Ich mache hier die Haare ein bisschen voluminöser. Vielleicht sind sie sogar lang. Auch hier zwei Augen. Die Nase dann nicht mehr so lang. Die Lippen vielleicht ein bisschen voller. Zack, zack. Ja, kann man auch einen Schmuck reintun und so weiter. Und der Hals, wenn dann einer kommt, dann wäre er ein bisschen dünner. So. Und ein kindliches Gesicht wäre dann natürlich kleiner und rundlicher. Was, das mache ich dann vielleicht so. Und auch hier machen wir so ein leeres Frisürchen. Da die Ohren. So, kleine Stupsnase. Und ja, sehr freundlich der Herr. Okay, sowas. Also hier auch der Hals noch dünner, noch länger. So die Grundcharakteristika. Ich muss ja nicht alles zeigen. Also nicht die beiden Augen, Nase, Mund. Da kann man Sachen weglassen. Dann kommt das Gesicht von vorne oder von der Seite oder leicht von der Seite. Und da gibt es auch ganz andere Eindrücke dann, wie das Ganze wirkt, wie das Ganze aussieht. Ich mache jetzt einfach mal straight von vorne, was man da machen kann. Auch hier, ich fange jetzt mal mit dem Ohr an. So ungefähr. Man kann
statt richtig vorzeichnen, einfach mal mit der Hand auf dem Blatt vorfahren und sich das, die Bewegung mal einprägen und sich mal so vorstellen, wie das sein könnte. Das könnte auch noch helfen. Also ich fange mal hier mit dem Ohr an, dann gehe ich da rüber, in die Haare rein, dann in das eine Auge, Nase, vielleicht das andere angedeutet, Mund, hier das Kinn, so, und dann kommt das Licht vielleicht von hier. Also ich tue diese Seite vielleicht nicht ganz ausmalen, sondern ich lasse die Striche auf dieser Seite. Und ja, dann schauen wir mal, wo wir sind. Also. Wie gesagt, da braucht es wirklich ganz, ganz wenig. Vor allem bei Gesichtern, bei menschlichen Gesichtern, da genügt es, wenn du irgendeinen Kreis, Punkte, da drei Punkte, und schon hast du ein Gesicht oder einen Strich. Und schon ist das ein Gesicht, ein Smiley ist ein Gesicht. Also hier braucht es wirklich ganz, ganz wenig und man erkennt sofort, es ist ein Gesicht. Aber da kannst du wirklich noch mehr weglassen. Probieren wir es nochmal. Auch hier, Anfang beim Ohr, vielleicht noch ein bisschen reduzierter. Das ist die Frisur. Ja, geht in Richtung Cartoon, aber wenn man das seriös zeichnen möchte, ein schönes Gesicht, ein seriöses Gesicht, sollte es dementsprechend die Proportionen beibehalten. Zum Beispiel so. Ich kann auch sagen, ja, ich hätte gern lieber hier vielleicht noch ein bisschen Kopf gezeichnet. Vielleicht, wie wäre das gewesen? Vielleicht so. Vielleicht wäre ich da, bräuchte es vielleicht so einen Hals, dass eine Art Büste ist. Denkst du, okay, das nächste Mal werde ich dann hier ansetzen, gehe ich dann runter, so. Muss man dann schauen, ich mache das jetzt nochmal, ich setze mal hier unten an. Ja, schwierig. Wie gesagt, bis ich die Proportionen finde, muss ich da noch ein paar Mal drüber, noch mal probieren und mich da locker machen. Ich versuche jetzt noch mal als ein weibliches Gesicht. Ich versuche es noch mal mit längeren Haaren. Ist nicht so schön die Nase, aber das ist ja ein ziemlich großes Ding, ein ganzes Gesicht. Ich mache mal die Abkürzung zum Auge und zum Mund, damit ihr das einmal sehen könnt, was man da herausholen kann. Und das Auge ist typisch natürlich das Runde. Dann haben wir hier das Ovale, oben und unten nochmals, vielleicht eine Augenbraue, vielleicht so etwas. Und wichtig ist, ja, vielleicht haben wir noch die Pupille drin. Sieht ein bisschen creepy aus mit der Pupille. Mal schauen, wie das wirkt. Müsst ihr ausprobieren. Wenn ich jetzt das mit der Pupille zeichne, ich fange natürlich in der Mitte an, macht dann das Ganze, seht ihr schon, da wirkt es ein bisschen psychedelisch. Vielleicht mache ich das ohne Pupille, einfach nur das Auge. Und das müsste dann schon genügen. Sieht schon besser aus, sieht eher aus wie eine Muschel vielleicht, noch weniger, noch einfacher.
Oder ich mache es nochmal von der anderen Seite, jetzt von hier, von links, gehe ich mal rein. Dann gehe ich in die Pupille rein. So, und schließe sie dann oben ab vielleicht, genau. Ja, sieht okay aus. Wenn ihr findet, ja, die Form gefällt mir, aber ich könnte hier noch ein bisschen Details gebrauchen, dann kann man das natürlich machen, dann macht man das vielleicht so. Nicht unbedingt, aber ja, ihr wisst, was ich meine, man kann da ein bisschen vielleicht noch sowas dazu tun, wenn es gut genug, also wenn es gut reduziert ist, nicht immer das Einfache, dann ist das Einfache auch ziemlich gut und ziemlich überzeugend. Vielleicht noch den Mund, also wenn wir den Mund haben, haben wir natürlich dann die Mittelteil, Unterlippe, Oberlippe. Wenn ich jetzt von oben herkomme, von der Nase. Bei den Lippen seid ihr da ziemlich frei. Und so weiter. Also da gibt es ja x Varianten. Da kann man wirklich ganz einfach tolle Sachen machen. Wie auch immer. Die Nase ist, ja, man muss dann nicht beides, also wenn man die Nase hat, du musst dann nicht beide Nasen Flächenzeichen auf der Seite, eine genügt. Wenn das im Kontext des Gesichtes steht, dann merkst du schnell mal, ja, wie deutlich soll sie sein. Vielleicht ist sie wirklich nur angedeutet. Und dann kommen dann die Lippen. So. Oder ich muss sie dann effektiv detaillierter zeichnen und so weiter. Also das ist ziemlich frei. Man sieht schnell mal, das ist die Nase. Im Gesamtkontext ist das dann wichtig. Und jetzt dann auch hier, wenn ich das Gesicht habe. Kann man dann wirklich von dieser Stelle aus hingehen. Also die Nase steht nie alleine. Ist auch ein ziemlich langweiliges Objekt hier so als Nase. Der Mund geht, das Auge geht vielleicht auch als einzelnes Objekt, die Nase weniger, das stimmt dann, dieses Dreierspiel muss dann schon zusammenspielen, damit das als Gesicht erkennbar wird. Die Nase ist nicht so wichtig, also die kann man auch weglassen oder nur andeuten. Wichtig sind die Augen, der Mund und vielleicht noch der Umriss, dass man ein bisschen so die Grundstruktur des Gesichtes oder des Charakters erkennt. Ist es ein Mann, eine Frau, ein Kind? Und das ist dann wichtig. Jetzt den Menschen. Hier ist wichtig die Bewegung und die Dynamik der Menschen. Wie stehen sie zueinander oder wie bewegt sich die Person? Wie ist sie angezogen? Ich mache jetzt ganz kurz einen kleinen Mensch. Vielleicht so. Also es braucht wirklich nicht viel. Und wenn ich jetzt aus diesem Menschen eine Gruppe machen möchte, und so weiter. Man muss auch keine Füße zeichnen, keine Hände, keine Falten, keine Haare. Das ist alles unwichtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Person zeichne, mal schauen, was mir da gelingt. Ich fange mit dem Kopf an.
Oh, jetzt habe ich schon Stift abgehoben. Es geht schon ins Cartoonige rein und ins Comichafte. Bleiben mal ein bisschen realistischer. Also zum Beispiel, wenn sie sitzt, oder eine Person sitzt. Naja, auch hier am besten, wenn ihr eine Vorlage habt, dann seht ihr, wo ist das Motiv am stärksten, was macht das Motiv effektiv aus. Vielleicht ist es ja die Bewegung, die speziell ist. Vielleicht, wenn ich jetzt das normal zeichnen würde, würde ich jetzt so. Dann würde sie hier vielleicht so sitzen. Die Hände nach innen und die Füße angewinkelt. So, dann wäre das Tütü hier irgendwie am Boden. Und sie schaut mal in diese Richtung. Die Haare werden vielleicht geschlossen. So. Und da werden das andere Bein. So würde sie vielleicht schauen. So. Und wenn ich jetzt das zeichnen würde. Ja, schwierig, schwierig. Ich nehme mal eine Vorlage. Und hier auch wirklich keine Details. So, da kann man schauen, vielleicht so. Sie hat ja fast keine, also man sieht die Füße nicht, das ist eine Hose, die runtergeht. Aber da sieht man den Fokus hier auf diese Person und diese ist einfach beistehend. Hier hätte ich noch den Arm zeichnen sollen. Aber wie gesagt, auch das bei der zweiten Version, bei der dritten Version, bei der übernächsten Version. Beschränkt euch ja auf einen Bereich, vielleicht Gesichter, vielleicht Augen oder auf Früchte, auf Tiere. Und schaut mal, was ihr da herausholen könnt und wie euch das effektiv Spaß macht. Sucht euch etwas aus, das euch gut von der Hand geht. Hier die Rose und den Wein, genau, die werden wir jetzt im Aquarell umsetzen. Das braucht ganz, ganz wenig. Ihr könnt natürlich auch Tusche nehmen, direkt mit der Tusche drauf. Die ist natürlich dann schön deckend und schön glänzend oder einfach leuchtkräftiger als das Aquarell. Ja, mache ich einfach so Dunfleck, also wirklich wild. Dunfleck, da vielleicht ein Fleck. So. Und vielleicht sowas hier. Zack. Und das war's schon. Also hier nichts ausmalen. Und hier mache ich sie ein bisschen so seitlich. Hier benutze ich auch die Nass-in-Nass-Technik. Da kann man vielleicht noch mit der zweiten Farbe reinfahren bei den Blättern. Und ihr seht, ihr könnt da fast wie keine Fehler machen. Das geht wirklich einfach von der Hand. Nur ein bisschen andeuten. Das genügt dann schon. So, das gefällt mir. Ja, und wie gesagt, ihr könnt da wirklich tolle Karten machen und ja, tolle Sachen relativ rasch herstellen, kreieren, zeichnen, diese umwandeln in Karten, Geschenkgutscheine, was auch immer, Dankeskarten, verschenken. Die Leute haben wirklich eine Freude dran. Ihr könnt das einrahmen, aufhängen. Sieht auch sehr, sehr schön aus, vor allem in einer Serie. Also wenn ihr vielleicht eine Serie von Blumen habt, 3, 4 in der Küche oder von Früchten, was natürlich dann auch vom inhaltlich macht. Ja, ich danke dir fürs Zuschauen und ich hoffe, du hattest Spaß damit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Single-Line-Art und probiere auch die Größen aus, probiere verschiedene Materialien aus, mach, was dir Spaß macht, kombiniere das mit Farben, vielleicht nutzt du Tusche, die nicht wasserfest ist, wo sich das schön verläuft mit dem Aquarell dann vielleicht später. Kalligrafie ist sehr schön, Handlettering, wenn du vielleicht eine eigene Botschaft draufschreibst
Und ja, du siehst schnell mal, was für dich stimmt, was nicht stimmt. Und ja, die Möglichkeiten sind fast unendlich. Also, viel Spaß dabei, mach's gut, auf bald.